Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS 22 unterwegs beim Real Farmer Projekt. Und ja, ich habe jetzt mal ein bisschen weiter gearbeitet. Der Hänger ist jetzt voll. Jetzt ist die Frage, wo kippen wir den Hänger hin? Das ist jetzt so echt die gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es da reinkippen. In so eine Halle, sage ich jetzt mal. Die könnten wir eigentlich schon reinkippen. Ich denke mal auch, da backt jetzt dann auch nichts durch oder so. Deswegen kippen wir es, glaube ich, da rein. Mit dem Drehschimmel wird es zwar interessant reinzukommen hier. Aber so machen wir es jetzt aus. Das werden dann, ich weiß gar nicht, wieder auf jeden Fall, werden schon ein paar Hänger voll. Genau. Dann fahren wir jetzt mal zurück und fahren dann, ja, zurück, genau, so schaut zurückfahren aus. Ich hasse Drehschimmel rückwärts fahren. So. Haut das jetzt mal hin hier. Vorbeikommen, glaube ich. Ja. Deswegen, eigentlich will sich da nicht reinkippen. Ach, egal, wir kippen es jetzt da rein. Was ist denn das da noch? Bloß Deko, ja, okay. Nur Deko hier. Oder wir kippen es in das hier. Dann tun wir den Pflug raus. Den brauchen wir sowieso nicht. Dann, ja, da tun wir es ein. Dann hängen wir mal kurz ab. Hoffen, dass der Pflug vorne jetzt dran geht. Ja, geht dran. Hoffen, dass wir noch... Ja, Fahrzeug steht auch noch am Boden. So, dann stellen wir den mal da so her. Den können wir eigentlich verkaufen. Den Pflug brauchen wir nicht. Hoppala. Und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie reinzittern. Wie gesagt, rückwärtsfahren mit Drehschimmel wird interessant. Und ja, euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Heute ist ja schon wieder Freitag. Und ja, von ETS gibt es nichts Neues, genauso wie von alles gibt es auch nichts Neues. Nee, ich glaube, das wird nichts. Genau. Und wenn es wir jetzt nicht schaffen, dann kippt sich woanders ein. Alter, Drehschimmel rückwärts fahren. Ich weiß, manche können es nicht. Ich probiere es jetzt mal mit Tastatur. Dann kann ich einfacher lenken, hätte ich gemeint. Das halbe Video versuchen wir, den Drehschimmel da reinzubekommen. Perfekt. Finde ich gut, finde ich gut. Aber ich glaube, mit Tastatur geht es echt besser. Muss ich sagen. Weil man einfach schneller lenkt mit Tastatur. Und für Drehschimmel ist schneller lenken eigentlich besser. Glaube ich. So, auf jeden Fall sind wir jetzt da. Da können wir es abkippen. Abkippseite da hinten. Nee. Ich will es doch schon hinten. Hinten, genau. Und diese Aktion kann hier nicht. Mensch, was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht abkippen? Warum kann ich nicht abkippen? LS, LS, LS. Abkippen. Habe ich doch da. Mensch, Mensch, Mensch. Ist das hier schon wieder geil? Ja, ich finde halt die Einstellung jetzt auch nicht perfekt.
Ich flipp hier gleich aus. Eieiei, hä? Ja. Ist schon wieder ein gutes Video, muss ich sagen, hier. Auf Boden abkippen. Hä? Warum kann ich das nicht machen? Am Boden abkippen kann ich doch überall. Hallo? LS? Ja, dann kippen wir es nicht in die Halle. Wo kippen wir es dann hin? Gehört mir der Grund überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Doch. Wo kippen wir jetzt die schöne Silage hin? Wo kippt man das jetzt hin? Einfach so mittendrin will sich auch nicht hinkippen. Wir kippen es. Ja, einfach daneben jetzt daher. Einfach so mittendrin irgendwo. Einmal LS. Einmal musst du nur richtig funktionieren. Ja, dann gibt man es hierher. Hier können wir es wenigstens hinkippen. Hä? Jetzt hätte ich schon gedacht, er kippt gar nichts aus. So, dann gibt man das hierher. Dann machen wir halt hier einen Haufen. Wenn wir es in die Halle nicht reinkippen können, warum auch immer. Ist halt LS-Logik wieder. Muss man nicht verstehen. Ja, das rück. Nee. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, brauchen wir auf jeden Fall heute das Video noch komplett und wahrscheinlich das nächste Video noch komplett, bis wir das Silo leer bekommen. Weil, ja. So professionell, wie wir jetzt gerade unterwegs sind, brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber schaffen wir schon. Weil in der Ruhe liegt die Kraft. So. Das schaut zwar komisch aus jetzt da, der Haufen, aber egal. So, jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen, dass wir heute noch ein bisschen was schaffen. An dem Traktor könnten wir ja hinten eigentlich das Gewicht auch dran tun. Weil wenn vorne die Schaufel... die Schaufel oben ist, dann wackelt er schon ganz schön. Aber können wir auch so lassen. Er schafft es ja noch. Er geht ja noch nicht hinten in die Luft. Er wackelt bloß ein bisschen. Okay, doch, jetzt gerade ist er in die Luft gegangen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS 22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS 2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und aktuell bin ich noch in der Sommerpause mit dem Streamen. Das wird sich aber jetzt bald ändern. Das heißt, ich werde wieder öfters live sein. Kommt darauf an, wie es bei mir zeitlich hinhaut, aber ich denke mal so ein, zweimal in der Woche werde ich wieder im Winter dann live sein oder jetzt dann, ja, bald, sage ich jetzt mal. Genau, weiß ich selber noch nicht, wann ich live bin, aber so Ende September, Anfang Oktober, denke ich mal, bin ich wieder live. Wahrscheinlich hauptsächlich mit 5M, mit RP, genau. So. Und jetzt hoppert der Besen. So, jetzt sollte der Hänger gleich wieder voll sein. Eieiei, das dauert hier. Ich glaube, ich mache nach dem Video ein bisschen weiter, dass wir im nächsten Video nicht das komplette Video nochmal die Silage hier raus fahren. Eieieiei. Oder ich glaube, wir warten sogar dann, wenn wir das Heu da oben einsammeln. Das Heu da unten dann, also wenn wir das mähen und dann da unten das Heu lose einsammeln, dann schließen wir das Silo noch nicht, sondern warten erstmal noch. Weil ich glaube,
Die Silage reicht jetzt erstmal ein bisschen länger noch. So, 1% haben wir jetzt noch in der Schaufel, weil der Hänger schon wieder voll ist. Aber Schaufel machen wir nochmal voll wieder. Motor schalten wir aus. Den E-Traktor können wir laufen lassen. So, fahren da jetzt so her. Und könnten eigentlich von der Seite so auskippen. Einmal U links kippen wir jetzt aus. Das passt perfekt. Das passt wie eine 1. So, dann fahren wir so her. Halt mal nicht so. Und dann kippen wir ab. Warum öffnet der so spät die Wände immer? So, das schaut doch schon mal nicht so schlecht aus. Dann fahren wir Hänger wieder zurückgehen. Nee, einfach nee. So, dann fahren wir. Ich weiß ja nicht, was heute los ist, aber heute ist irgendwas falsch. So, dann schauen wir mal. Den Hänger werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz voll bekommen. Aber wir geben unser Bestes, dass wir das trotzdem noch schaffen. Okay. Wie viel ist denn da jetzt noch drin? Ja, das wären noch ein paar Hänger voll. Das wird noch einiges. Aber ich denke, wie gesagt, ich mache jetzt dann noch ein bisschen weiter nach dem Video. Dass wir dann im nächsten Video dann das schon ziemlich fertig haben. Weil im nächsten Video müssten wir eigentlich mal für die Tiere dass wir Mischrationen für die Kühe machen können. Mischhänger doch irgendwie so. Denke ich, heißt ja schon. Das müssten wir jetzt mal kaufen, oder besser gesagt jetzt erstmal mieten, weil kaufen können wir uns das zurzeit noch nicht. Dann müssten wir da oben das Heu einsammeln. Das müssten wir eigentlich fast noch zuvor machen. Weil es ist gerade 17 Uhr und ich will jetzt eigentlich den Tag vorspielen lassen dann. Aber ich weiß nicht, ob es dann regnet, weil dann wäre es doof. Deswegen müssten wir das eigentlich noch zuvor machen. Dann müssten wir schauen, mal die Kühe, wann wir uns um die Kühe kümmern müssen. Ob die schon hungrig sind. Oder ob die irgendwas brauchen. Milch könnten wir dann auch mal verkaufen, dann bekommen wir ein bisschen Geld. Ein paar Heuballen und Strohballen könnten wir eigentlich auch verkaufen. Heuballen haben wir ziemlich viel, Strohballen reichen auch. Da könnten wir ein paar verkaufen, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Also wir haben einiges vor. Heuballen können wir auf jeden Fall verkaufen. So viel Heuballen brauchen wir auf keinen Fall. Strohballen wahrscheinlich auch nicht. Da wird uns auch die Hälfte reichen. Wobei Stroh für die Kühe zum Stroh einstreuen. Ja. Aber so viel Ballen brauchen wir jetzt da auch nicht, weil wir haben auch nicht so viele Kühe. Deswegen. Warum kann ich nirgends Silage sonst hinkippen? Hä? Was läuft da falsch, alles? Alles, bitte. Ich kann überall eigentlich was hinkippen. In echt gibt's auch nicht, dass ich irgendwo nicht hinkippen kann, das Zeug, Mensch. Genauso wie das jetzt hat. Warum passt nicht? 3% haben wir jetzt noch drinnen. Warum auch immer. Gerade haben wir sonst immer bloß 1% drinnen gehabt. In echt wird das auch noch auf den Hänger drauf gehen. So. Aber jetzt ist er voll. Und jetzt würde ich auch sagen, was ist mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann
morgen schon wieder um 16 Uhr im nächsten Video. Das ist dann ein ECS 2 Video. Euch ein schönes Wochenende und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!